11. August 2020. Dirk, was sind die Kriterien? Wer darf hier mitmachen? Ja, also ich möchte mal so grundsätzlich ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt hier in Berlin leider schon mitgekriegt, dass es da viele Spaltungsversuche gibt und dass es viele verschiedene Gruppierungen gibt und dass es viele verschiedene Meinungen gibt und dass es Menschen gibt, die hier angezweifelt werden. Ich kenne euch alle nicht. Ich kenne diese Menschen nicht, die hier angezweifelt werden. Ich kenne auch die Menschen nicht, die anzweifeln. Ich weiß vor allem die Hintergründe von diesen Menschen nicht. Ich kann nur jedem, ich stehe zu allem, was ich tue. Es war hier auch schon jemand von der kritischen Seite hier und wollte was von mir wissen. Auch diesen Menschen stelle ich mich, wenn hier irgendjemand eine Frage hat oder mich in irgendeiner Art und Weise kritisiert, dann darf er das gerne hier persönlich tun. Ich tue niemandem was. Ich bin ein absolut friedlicher Mensch. Kommt einfach hierher, sagt es mir ins Gesicht, sagt mir, was ihr meint und was ihr denkt und ich werde euch eine Antwort dazu geben und an dieser Antwort könnt ihr gerne beurteilen, was ich für ein Mensch bin und ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich lebe schon einige Jahre so, dass ich möchte einer von den Guten sein und ja, ich möchte so Spaltungsversuche im Internet gar nicht mehr kommentieren. Das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage. Es möchte sich doch bitte jeder an sein eigenes Bild schaffen. Kommt hierher, wir sind eine sehr schöne Gemeinschaft. Wir wachsen hier gerade zusammen zu einem richtig harmonischen Camp. Und ich glaube nicht, dass jemand, der hierher kommt und sich das anschaut und mal mit mir spricht, dass der noch irgendwelche schlechte Meinungen über mich hat. Und ich würde euch wirklich bitten, bildet eure eigene Meinung, kommt hierher, schaut euch das an. Schaut euch die Livestreams an, die Videos und so weiter. Wenn ihr was Schlechtes findet, dann kommt hierher und sagt es mir ins Gesicht. Ich gebe euch eine Antwort und ich habe für alles, was ich tue, Gründe. Und ich beurteile die Menschen nicht nach dem, was sie in ihrer Vergangenheit gemacht haben. Ich beurteile Menschen nach ihrem Charakter und nach dem, wie sie sich anderen gegenüber verhalten. Und es ist jemand, der von mir aus hoch angesehen ist. Wenn der einen üblen Charakter hat, dann fliegt er hier raus. Und wenn jemand wenn es Gerüchte über irgendjemanden gibt und der ist ein guter Mensch, dann bleibt er hier. Das ist mir völlig egal. Die Vergangenheit von irgendwelchen Menschen interessiert mich nicht. Es werden hier keinerlei radikalen Aussagen gemacht, in keine Richtung. Es wird hier auch nichts Verfassungsfeindliches gemacht. Wir verbreiten hier Liebe und Freude und wir wollen Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist alles, was ich will und alles, was wir hier tun. Und wenn jemand irgendeine andere Meinung hat, dann möchte doch bitte kommen und mir das sagen und dann erkläre ich ihm, dass das nicht so ist und wie das genau ist. Und ich kann euch, wie gesagt, zu allem, was ich tue, habe ich einen Grund. Und ich will, lasst euch bitte nicht spalten. Kommt zusammen und arbeitet zusammen. Wir haben alle das gleiche Ziel, wir werden alle eingeschränkt, wir haben alle gleichen Probleme im Moment. Unsere gesamte Wirtschaft wird an die Wand gefahren. Da ist jeder davon betroffen. Wir sitzen alle im selben Boot. Genau, wir sitzen alle im selben Boot und leider auch die, ja gut, ich sage mal, die Extremisten, die bitte nicht, natürlich nicht hierher kommen, beziehungsweise ihr dürft schon herkommen, ihr dürft mit mir sprechen, auch die Extremen, wenn ihr was wissen wollt. Aber ich sage mal, diese Menschen möchte ich hier im Camp nicht haben. Aber klar, ich rede auch mit meinen Kritikern. Ich lade auch ganz offiziell hiermit die Antifa ein, Vertreter hierher zu schicken und mit mir zu sprechen. Schließt euch an. Ich spreche mit jedem, ich gebe jedem eine Antwort und ich habe meine Gründe und meine Argumente und mit mir kann man auch reden und kommt her und redet mit mir. Ich möchte hier keine Gewalt haben, das sage ich dazu, aber zum Reden dürft ihr gerne kommen und wir setzen uns an den Tisch und dann reden wir und dann fragt mich, was ihr wissen wollt und dann gebe ich euch eine Antwort. Egal, sei es die Antifa, sei es irgendwelche anderen Kritiker, egal wer es ist, kommt einfach her. Sei es irgendwelche Gruppen, die denken, ich passe nicht zu ihnen, dann kommt auch her. Dann erkläre ich euch, was jetzt unsere gemeinsamen Ziele sind. Ich möchte hier, dass alles alle an einem Strang ziehen und das wäre mir wichtig und das wollte ich euch mal Also sagen. du hast jetzt offiziell die Antifa eingeladen Ja, hier. gerne. Ich lade jeden ein, der gegen mich ist. Gerade meine Gegner lade ich hier ein. Okay, und der Gegner, der da war, der hat dir was geschenkt. Was war das? Der Fuhrrad hat mir eine Schachtel Zigaretten geschenkt. Welche Marke? Oh je, L&M war das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Weißt du noch? Ja. Und wie kam es dazu? Weshalb schenkt dir ein Gegner eine Schachtel Zigaretten? Ja, der hat die falschen Zigaretten gekauft und die schmecken ihm nicht und er hat sie dann halt einfach da gelassen. Vielleicht ist er ja auch gar kein Gegner und wir sind die wirklich aktiv. Furt darf auch nochmal kommen. Hallo Furt,
wenn du das siehst, komm nochmal vorbei. War dann, am Anfang war es jetzt nicht ganz so ein freundliches Gespräch, am Schluss haben wir uns relativ normal unterhalten, das ist okay. Das kann ich mit jedem machen, ist überhaupt kein Problem. Darf er dann noch rumschreien, wenn er kommt? Nein, rumschreien sollten wir hier nicht, wir möchten die Regierungsarbeit nicht behindern. Also ich möchte mich dann schon normal mit den Leuten unterhalten. Wir machen hier keine wilden Partys oder irgend sowas. Wir unterhalten uns normal. Ich möchte ein harmonisches Camp haben. Und, aber Gespräche kann ich mit jedem führen. Jeder, der was wissen will, der soll einfach herkommen. Ich beantworte euch alle Fragen und dann hoffe ich doch mal, dass es dann keine Kritiker mehr gibt irgendwann. Dirk, du bist der Versammlungsleiter. Du trägst gerade hier im Bild ein Querdenken-T-Shirt. Querdenken ist eine richtig große Bewegung geworden. Eine deutschlandweite, wenn nicht sogar eine europaweite Bewegung. Ja, ja. Eine wichtige Bewegung, eine Bewegung, die Impulse setzt, die Menschen wirklich abholt, mitnimmt und inspiriert. Michael Beiweg ist wirklich ein, ich sag mal, ein Superstar geworden. Ist wirklich so. Es waren hier unglaublich viele Menschen am 1. August. Es werden wahrscheinlich sehr viele Menschen am 29. August, wenn es so... Wir hoffen doch. Also kommt, wie es angekündigt ist seitens des Anmelders Michael Beiweg. Ja. Also Querdenken ist eine große Sache geworden und hat eine gewisse Relevanz. Die Medien berichten darüber, es wird viel diskutiert. Also Querdenken ist jetzt nicht irgendwas, sondern Querdenken hat eine Relevanz, einen Einfluss und eine Bekanntheit. Und da du ja auch Querdenken repräsentierst als Versammlungsleiter, auch wenn du immer wieder sagst, Michael Beiweg hat mit dem Camp nichts zu tun, das ist dein Ding, Dirk, ja? Und du bist hier nur in Anführungszeichen die zentrale Außenstelle. Wir sind eine dezentrale Organisation. Das macht jede Ortsgruppe macht ihr eigenes Ding. Das könnte der Herr Beiweg gar nicht alles organisieren. Der hat mit den Großdemos schon genug zu tun. Aber du trägst ja Querdenken auf dem T-Shirt und irgendwie repräsentierst du auch Querdenken. Deswegen nochmal die Frage. Ja. Was ist praktisch der Grundkonsens? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den die unterschiedlichsten Menschen hier im Camp verbinden? Weil hier sind Menschen, die sind jung, die sind alt, Männer und Frauen und aus Deutschland, aus dem Ausland. Ja. Und also hier ist alles bunt gemischt, aber was verbindet die Menschen in diesem Camp? Was muss man wirklich als minimale Mindestvoraussetzung mitbringen? Freiheitsliebend muss man sein. Also wir wollen wieder frei sein. Das, was in der Corona-Krise passiert, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Wir wollen Selbstbestimmung haben, das sind so die Gründe. Und es steht halt in unserem Manifest, es ist schwer zu verstehen, weil der Herr Beiweg fasst sich immer recht kurz. Das ist nur eine Seite. Und da steht aber drin, wir haben das Ziel Neuwahlen im Oktober 2020. Das ist jetzt nicht einfach nur der Grund, wir wollen nicht einfach nur die Regierung absetzen, beziehungsweise wir wollen sie gar nicht absetzen, wir möchten, dass sie zurücktritt. Also das muss schon auf normalen rechtsstaatlichen Wege passieren. Was dahinter steckt, ist einfach das, dass keine Partei in ihrem Wahlprogramm diese pandemische Lage, die wir jetzt haben und das, was die dann in der Zeit machen, in ihrem Wahlprogramm hinterlegt hat. Das heißt im Klartext, jeder, der bei der Wahl vor 3 Jahren war es dann, oder ja, vor 3 Jahren seine Stimme abgegeben hat, konnte ja gar nicht wissen, was in dieser Zeit jetzt hier passiert, weil es gab es ja vorher noch nie. Und das ist das, was unser Manifest sagt. Wir wollen nicht, dass die Regierung zurücktritt, weil wir sie also das, was sie machen, ist nicht in Ordnung, aber so wirklich loswerden müssen wir sie jetzt nicht unbedingt. Aber es soll doch der Wähler entscheiden können, was er in dieser Lage von der Partei, die er wählt, haben möchte. Wenn jetzt jede Partei in ihrem Wahlprogramm diese pandemische Lage aufnimmt und sagt, was sie machen, dann gibt es die eine Partei, die sagt, okay, wir sperren euch ein, wir lassen euch nicht mehr raus. Und die andere Partei sagt, okay, wir machen extra Großveranstaltungen, damit der Virus sich schön verbreitet. Und dann kann der Wähler selbst entscheiden, welche dieser zwei Varianten er haben will. Und das ist unsere Forderung. Wir wollen jetzt nicht die Regierung absetzen und irgendwie unseren eigenen Staat gründen. Nein, wir wollen einfach, dass der Wähler die Möglichkeit hat, zu entscheiden mit seiner Stimme, was er in dieser pandemischen Lage jetzt tatsächlich, was die regierende Partei dann tut. Und das ist ja Demokratie. Wir leben die Demokratie. Und es muss ja so sein, dass der Wähler durch seine Wahlstimme entscheiden kann, was er jetzt hier genau wählt und welche Politik dann mit seiner Stimme gemacht wird. Und das kann bei der letzten Wahl noch keiner gewusst haben, weil das gab es die Variante mit der pandemischen Lage und das war ja noch in keinem Wahlprogramm drin und deswegen müssen die Parteien das anpassen und müssen da uns
zumindest die Möglichkeit geben, zu wählen, was wir dann in dieser Lage machen möchten oder haben möchten. Genau. Du hast ja Freiheit gesagt. Es gibt dieses berühmte, geflügelte Wort von Rosa Luxemburg. Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist auch auf dem Rosa Luxemburg Platz hier in Berlin eingraviert in den Boden, da wo nicht ohne uns demokratischer Widerstand seit März demonstriert haben. Ja. Also, aber ich meine, gibt es das Kriterium, ist doch eine humanitäre und humanistische Bewegung, so verstehe ich davon. Ja, selbstverständlich, natürlich. Unpolitisch vor allem, unpolitisch. Ja, genau, aber humanistisch, würdest du dem zustimmen? Also definitiv. Also für den Menschen, für die Würde, für die Freiheit, für die Selbstbestimmung? Also wir sind eine Vereinigung von Menschen, die für Grundrechte einsteht. Wir sind keine politische Organisation. Also die Grundrechte sind auch ein Minimalkonsens, ein gemeinsamer Nenner. Weil die stehen ja da vorne auch. Da vorne habt ihr doch die Grundrechte auf genau, wir haben, ich stehe zu 100% hinter unserem Grundgesetz. Ich nutze dieses Grundgesetz in dieser Zeit sogar sehr oft. Ich weiß genau, es ist leider so, dass die Behörden die Gesetze manchmal einfach ein bisschen vergessen, aber ich sag mal, wenn man sich daran erinnert, dann erinnern sie sich dann schon hin und wieder mal dran. Aber ich kann euch auch tatsächlich an eigenen Erfahrungen bestätigen, dass die deutschen Gerichte tatsächlich funktionieren. Unser Rechtsstaat ist zwar ein wenig eingeschlafen, aber er ist da und er funktioniert. Man muss ihn nur ein wenig wachkitzeln und ihn ein wenig fordern. Und das kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe mehrere Gerichtsverfahren geführt in der Zeit. Und es funktioniert tatsächlich und ich habe mich bereits gegen mehrere Städte bewährt und ich verklage im Moment ein Bundesministerium. Und auch da werde ich, wenn ich meine Gründe rechtlich korrekt vorgebracht habe, auch mein Recht bekommen. Also denkt bitte nicht, dass unser Staat nicht mehr so funktioniert. Es ist zwar so, dass unsere Regierung Sachen macht, die nicht so gut sind, aber die Gerichte, wir können uns noch wehren und wir haben noch die Abwehrrechte. Das ist ein Grundrecht, ist ja ein Abwehrrecht gegen die Regierung. Und wir haben diese Rechte und sie funktionieren noch. Wir müssen jetzt nur wirklich höllisch aufpassen, dass das nicht auch noch gestrichen wird, weil sonst haben wir echt ein Problem. Und dafür stehen wir ein. Dirk, du sagst, es ist nicht relevant in dem Sinne, was jemand in der Vergangenheit getan hat. Das heißt, du gibst jedem auch eine Chance, sich neu zu beweisen. Ja, also ich sag mal, wenn es jetzt natürlich ganz extrem ist, wenn jemand jetzt sein ganzes Leben lang irgendwelchen Mist gebaut hat und kommt dann jetzt und hat vielleicht gestern noch irgendeinen Mist gebaut und kommt dann hierher und sagt, jetzt werde ich besserer Mensch, dann wird es wohl nichts. Aber Leute, habt ihr nicht alle schon mal irgendwo einen Fehler gemacht, den ihr vielleicht hinterher bereut? Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch schon Fehler gemacht. Jeder hat sowas gemacht. Ich habe auch schon Scheiße gebaut in meinem Leben. Ja, ich auch. Stellt euch einfach vor, ihr macht einen Fehler, den ihr hinterher bereut und da hat halt jemand die Kamera drauf gehalten und ihr kriegt das die nächsten 20 Jahre vorgehalten. Das, ich sag mal, wenn jemand regelmäßig in der Vergangenheit zum Beispiel inhumane Sachen vertreten hat, dann wäre doch vielleicht ist angemessen, das einfach mal zu thematisieren und zu fragen, wie denkst du jetzt noch darüber? Ich sehe das relativ einfach. Wenn jemand inhumane Dinge tut, dann tut er das immer und dann ist er kein netter Mensch. Und ich beurteile die Menschen hier, ob sie gute Menschen sind oder nicht. Und jemand, der ein guter Mensch ist, der macht sowas einfach nicht. Und ich beurteile die Menschen hier nur danach und ich lerne sie kennen und ich rede mit den Leuten. Und wenn für mich jemand ein guter Mensch ist und hier gute Dinge tut, dann darf er von mir aus einmal in seiner Vergangenheit einen Fehler gemacht haben. Dann ist es halt so. Ich habe auch welche gemacht. Und dann, aber dann kann man ja drüber sprechen und fragen, wie siehst du das heute? Genau. Siehst du das noch so? Das wäre doch ganz gut, weil es geht auch um die Außendarstellung, Dirk. Ja. Wenn hier Leute sind, die bekannt sind für inhumane Taten, dann müsste man das ja auch gegenüber der Öffentlichkeit kommunizieren können. Also was ich definitiv unterbinden werde, ist, dass hier irgendwelche Aussagen oder Ideologien verbreitet werden, die nichts mit Querdenken zu tun haben. Wir sind Querdenken und wir verbreiten hier Querdenken und wir verbreiten hier Freiheit, Liebe, Selbstbestimmung und solche Dinge. Wenn hier irgendjemand herkommt, das waren schon ein paar da, die Einflüsse sind leider da, die waren in Heilbronn auch schon da, dann erkläre ich den Leuten einmal, was hier unsere Ziele sind. Da dürfen sie sich gerne danach richten und dürfen mit uns mitarbeiten.
Aber wenn die ganz Extremen, die wollen das nicht, die wollen dann halt ihre Ideologien durchsetzen, und wenn ich das merke, dann gehen die einfach. Und es sind hier schon ein paar gegangen. Und ich werde da aufpassen, und ich habe jetzt hier wirklich nette, positive Menschen da, die keine negativen Ideologien verfolgen und irgendwelchen menschenverachtende oder gewaltbereite Dinge. Und die will ich haben, die will ich hier haben, sonst die anderen dürfen gerne zu Hause bleiben. Schöne Grüße, bleibt bitte zu Hause, kommt nicht her. Es ist so wirklich so, ich möchte hier ein harmonisches Camp haben, und in ein harmonisches Camp passen keine menschenverachtenden Dinge. Ja. Und das geht hier einfach nicht. Ein Punkt noch bitte, Dirk. Hier sind wirklich ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Städten, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Zusammenhängen, die vielleicht auch in ihrem Leben unterschiedliche Sachen machen, vielleicht Mitglieder in Vereinen sind, Mitglieder in Parteien sind, Mitglieder in Bewegungen sind, in Organisationen sind. Das heißt aber nicht, dass das Camp dann diesen vielleicht Organisationen, Bewegungen eine Plattform bietet, und sondern man kann ja, man darf hier, habe ich das so verstanden, als Bürger sein, als Privatperson, als Aktivist, als Demokrat, als für unsere Ziele einstehen. Aber man soll nicht einstehen. Seine eigene Organisation oder Bewegung hier in den Vordergrund stellen und über das Camp berühmt oder groß machen. Nee, sicher nicht, das werde ich unterbinden. Nee, es ist wirklich so, überlegt euch einfach, wer von den Corona-Maßnahmen betroffen ist. Es sind alle, es ist wirklich jeder, und es darf auch jeder dagegen protestieren. Aber halt in meinem Rahmen hier, nur in dem Rahmen, den Querdenken einfach hat, und sonst keinem anderen. Wenn jemand was anderes verbreiten möchte, dann gibt es noch ein paar andere Wiesen hier außenrum. Ihr könnt euch die gerne raussuchen und dürft das machen. Aber Dirk, jetzt mal nochmal ganz klar ausgesprochen. Es waren hier schon wirklich viele Menschen im Camp. Die sind gekommen und gegangen. Das weißt du selber, ja? Und viele, ich weiß von vielen, dass die in irgendwelchen Zusammenhängen politisch, gesellschaftlich aktiv sind, sich engagieren. Ja. Aber die meisten haben das hier nicht an die große Glocke gehängt und nicht nach außen getragen, sondern sie waren hier unter dem großen Banner Querdenken. Ja. Das ist vor allem, jetzt stellt euch mal vor, ich komme hier aus Heilbronn, das ist einige hundert Kilometer weg. Ich kenne doch erstens mal, ich recherchiere doch nicht über jeden, der hier einmal eine halbe Stunde über den Platz läuft, was er in seinem gesamten Leben gemacht hat. Wie soll ich das machen? Erklärt mir mal das bitte. Stellen sich mir hier Leute vor, die kenne ich gar nicht. Da gab es nämlich mal Ärger mit jemandem. Ich kenne die Leute alle nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer hier was macht und wer hier in seiner Vergangenheit und überhaupt. Also wie soll ich das überhaupt rausfinden bei 50, 80 Leute, die hier jeden Tag über den Platz marschieren? Kann ich doch nicht von jedem der komplette Lebenslauf kontrollieren. Das funktioniert doch gar nicht. Wie soll ich das machen? Klar, wenn ich jetzt sehe, dass jemand so etwas tut und dann irgendwelche Aussagen macht, die nicht in unser Camp passen, dann fühle ich den Leuten schon ganz genau auf den Zahn. Und ich habe da auch schon einige Male Leute darauf hingewiesen. Ich habe zum Beispiel mal jemanden gehabt, der wollte unbedingt hier eine Kaiserfahne aufhängen. Kaiserfahnen gehen hier gar nicht, die bleiben einfach zu Hause. Das gibt's bei mir nicht. Ihr könnt hier von allen Ländern, anerkannten Ländern auf dieser Welt, könnt ihr hier Fahne bringen. Das ist schön bunt, das macht der Michael Ballweg auch immer. Aber diese blöden Kaiserfahnen oder irgendwas noch Schlimmeres, wo ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen will, die hänge ich ab. Da könnt ihr machen, was ihr will, die hänge ich sofort ab. Kommt mir nicht ins Haus, das ist einfach nicht. Wir wollen ein harmonisches Camp haben, und dann gibt es nämlich wieder Leute, die dagegen sind, und nein, harmonisch, freundlich, liebevoll, wir sind für Grundrechte da. Wir sind auch nicht gegen das Gesetz. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass unser Grundgesetz nicht gültig wäre. Ich könnte mich nicht ständig aufs Grundgesetz berufen und gegen den Staat vorgehen, wenn unser Grundgesetz nicht gültig wäre. Leute, auch mit dieser Ideologie braucht ihr hier nicht auftauchen. Ihr dürft hier auftauchen und euch freundlich mit den Leuten unterhalten, aber diese Ideologie bleibt zu Hause, weil ich kann nicht für Grundrechte einstehen und dann sagen, sie sind gültig. Das ist ein Widerspruch in sich. Wie soll das funktionieren? Das ist ja... Ja, nee, wir sind hier einfach nur harmonisch, und ich möchte wirklich, dass alle zusammen und alle für unsere Grundrechte und gegen die Corona-Maßnahmen, und was anderes will ich ja gar nicht. Da brauchen wir gar nicht viel reden eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass diese eine Person, wer auch immer, von Patriotic Opposition Europe, hat es halt auf seinen vielen Kanälen
so dargestellt, dass es halt dann für seine eigene Bewegung ein Vorteil wurde. Und das haben andere halt nicht gemacht, obwohl die auch ihre Bündnisse haben oder okay. ihre Zusammenhänge. Weil hier kommen Leute ja, auch, ja. die vielleicht bei Gewerkschaften sind. Ich kannte diesen Mann gar nicht. Ich kannte den Mann gar nicht. Der wollte unbedingt, der kam hierher und wollte unbedingt mit mir reden. Ich werde jetzt auch nochmal mit ihm reden. Das will ich jetzt nämlich genau wissen, wie der das auf seinen Kanälen, da muss ich mich jetzt selber mal informieren, da habe ich keine Ahnung. Ich rede mit jedem, aber ich lasse mich auch von niemandem ausnutzen. Es ist nämlich so, dass wir ja am 29.08. wollen wir wieder alle gemeinsam demonstrieren. Da bin ich dafür, da möchte ich auch alle Gruppen haben. Da habe ich jetzt schon gehört, dass er auch da irgendwie mit in der Organisation drin, das weiß ich aber auch nicht so genau. Da möchte ich jetzt keine falsche Aussage machen, aber ich möchte schon, dass das wieder eine riesig große Demonstration wird und dass alle zusammenarbeiten. Aber ich bin hier keine Plattform für irgendjemanden. Ich bin meine eigene Plattform und sonst für niemanden. Also er soll mal Stacheldraht mitgebracht haben als Zeichen der Solidarität an die griechischen Behörden während der Zeit, wo ja, die aber ich will das gar nicht groß. Da muss man ihn einfach mal fragen, ob er ja, das noch so sieht oder ob er sich da geändert hat. Ich werde mal mit ihm reden. Weil Stacheldraht als Zeichen der Solidarität. Ja, aber ich möchte da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil dann geht es wieder in eine falsche Richtung, weil ich möchte keine Energie in diesen ganzen Krempel geben, weil das ist nicht mein Thema. Das ist einfach nicht mein Thema. Ich unterhalte mich mit dem Mann nochmal, wenn er nochmal kommt, dann unterhalte ich mich mit dem und dann frage ich ihn zu den Themen und ich kann ja jetzt nichts dazu sagen, weil ich habe ihn ja noch nicht gefragt und ich werde ihn fragen, definitiv, wenn er hier nochmal auftaucht, dann werde ich ihn dazu interviewen. Ich wusste das vorher einfach nicht, das war für mich einfach nur einer der Teilnehmer, die halt hier sind, der wollte halt mit mir reden, der hat mit mir geredet. Da habe ich nichts rausgehört, was jetzt zu diesen Themen hat er da jetzt nichts gesagt. Ich hatte aber auch nur kurze Zeit mit ihm, ich habe vielleicht 2 Minuten mit ihm geredet. Und nächstes Mal werde ich dann mir einfach mehr Zeit nehmen und werde das auch mal charaktermäßig beurteilen, was das für ein Mensch ist, weil ich habe da so ein bisschen Menschenkenntnis und es kommt an mir keiner vorbei, der irgendwelche negativen Einflüsse auf mich oder überhaupt irgendjemanden hat, weil ich bin ein positiv denkender Mensch und ich möchte hier auch nur Menschen haben, die positive Dinge tun, alles andere. Okay, Dankeschön.